Willkommen Reisende, wir sind Nordic Ashes. Heute spielen wir Missing, einen Charakter, den wir uns freischalten konnten. Er hat kein Startrelikt, weil er immer mit einem, mit drei Relikten, also Waffen der anderen vier Charaktere ausgestattet ist, immer zufällig. Wir gucken uns heute Alfheim an, dem neuen Charakter. So, was haben wir? Blitzrüstung, die Dolche. Und ein Bogen. So. Gucken, dass wir Kristalle und Kisten schnell finden. Hier haben wir ein paar Kisten. Kristall kann ja, naja, überall sein. Hoffen, dass wir den schnell finden. Oh, da ist er. So, den hätten wir dann schon mal. Oh, hier haben wir auch direkt einen 100er, den wir machen können. Gucken, dass sie auch schön alle in dem Bereich sind. Also hier kämpfen wir gegen so Baum- und Pilzgeschöpfe, wie das scheint. Oh, da oben kommt ein Elite-Gegner. Ein großer Baum. Können wir ja mal angreifen. So, wieder in den Bereich hier rein. Ein paar müssen wir noch erledigen. So. Können wir jetzt weiter gucken gehen? Da ist wieder ein Baum. Hält ganz schön was aus. Oh, er hat uns eine Kiste gegeben. Erstmal den Bereich. Dann gehen wir weiter gucken. Oh. Da ist wieder ein Yggdrasil-Samen. Da hätten wir ein Artefakt für 15. Haben wir aber noch keine 15 Gold. Weil nicht, wenn man es nicht einsammelt. So. Hier bekommen wir eine Schatzkiste für 350. Da ist wieder ein Baum. Okay, man kann hinterher auch noch in den Bereich reinlaufen von dem Baum. Einmal upgraden. Habe ich gar nicht gesehen, dass er gerade angegriffen hat. So, wir nehmen
Reich. Ah, das scheint nur ein stärkerer Gegner gewesen zu sein und gar kein Elite, oder? Oder das ist eine Elite? Alles einsammeln, wie immer. Wir haben auch noch nicht sonderlich viele Kisten gefunden. Was wieder am Baum. Müssen wir aufpassen, dass der nicht auf uns schießt. Wir sollten dann gleich am besten den Bogen auch ein bisschen aufwerten. Es scheinen so Pilzbaumwesen zu sein. Auch einige recht schnell. Jetzt müssen wir da erstmal wieder hoch. Oh, da ist ein Heiltrank. Den versuchen wir uns erstmal zu holen. Schaden. So, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen weiter gucken wieder. Oh, hier haben wir Schuhe. Die nehmen wir uns direkt mal mit. So. Wenn mich nicht alles täuscht, haben wir hier sogar auch andere Musik. Das scheint, oh ja, das scheint eine Elite zu sein. Jetzt müssen wir ein bisschen warten, bis wir an die Erfahrung kommen. So. Da ist wieder ein Baum. Hier haben wir eine Münze. Hier ist eine Kiste. Da finden wir noch irgendwas zum Sammeln. Oh. Oh, da schießt aber irgendwas. Oh, jetzt kommt der erste Boss. Okay. Vielleicht sollten wir mal den Bogen aufwerten. Ja, Was können wir denn hier benutzen? Anzahl der Projektile um 5. Okay. Explodieren beim Sterben in 3 weitere Strahlen. Ich glaube, wir nehmen lieber für den Bogen den ersten Kristall. Ah, das hier scheint der Elite zu sein.
Ah, dann kommen wir ja direkt zu dem ersten, zum ersten Laden. Das ist aber schlecht. Dann brauchen wir erst noch ein paar Kisten. Vielleicht kriegen wir den ja getötet hier. Oder ist der das? Ja, wir suchen lieber erstmal ein paar Kisten. Ah, wir sind voll geheilt, okay. Oh, hier kriegen wir Gold. Das können wir gut gebrauchen. So. Einen Ring haben wir leider nicht gefunden. Aber ein blaues Herz. Oh, das war knapp. Ein bisschen mehr Geld wäre, glaube ich, noch ganz gut. Oder ein Ring. Für den Ring bräuchten wir eine Kiste. Heiltrank. Das wird wohl nichts mit dem Ring. Töten wir den Gegner jetzt einfach. Also wenn man zu nah an ihm ran ist, ist das mit der Wurzelattacke aber auch gefährlich. Oh, wir haben irgendwas mit einem erreiche Gnökis Reich in Alfheim. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Geld. Aha, wir haben jetzt, wenn wir alles gekauft haben, können wir für 3 Gold neu würfeln, kriegen neue Gegenstände. Das ist ja cool. Oh, Einsammelbereich, sehr gut. Oh, sonst brauchen wir doch eigentlich nichts. So, dann mal eine Runde upgraden hier. Was will er immer mit seinen Kit? Ey, kein Mensch. Ist doch scheiße. Ah, geht doch. Abklingzeit. Na. Bin schon wieder so viele Level drauf. Gut, ein Ring wäre jetzt schön gewesen, aber wir haben jetzt einen Einsammelbereich. Vergrößerten. Dann geht das ja. Ah, wir können ja weiter gucken gehen, genau. Oh, das ist Gold, das ist schon mal gut. Haben wir den ersten Heiltrank. Die brauchen wir uns ja nicht kaufen. Die finden wir ja meistens. Gold. Ich glaube nur, wir haben noch nicht alles eingesammelt. In den Altären. Oh, da ist ein Samen.
Mit dem vergrößerten Einsammelbereich funktioniert aber leider auch nur die Erfahrungspunkte. Oh. Oh. Boah, ey, was ist denn hier jetzt los? Also jetzt kommen irgendwie Schleimmonster. Wir brauchen 5. Okay. Gut, gegen diese Schleimmonster machen wir ja mal gar keinen Schaden. Wie soll denn das jetzt gehen? Okay. Boah, dafür, dass wir auf leicht spielen. Nichts drin in den Kisten. Manchmal kommen aus einer Richtung auf einmal super viele. Also irgendwie so gut ist der Blitzangriff nicht. Haben wir 15 Gold? Ja, haben wir. Wieso ist denn in den Kisten nichts drin? Okay. Dafür, dass das auf leicht ist. Ist aber auch ärgerlich, dass er die Rüstung als Standard gemacht hat. Also als Auswahlwaffe. Jetzt haben wir zum Beispiel den Dolch. Und das Flammenbuch. Und Erfahrungspunkte mehr. Und das Flammenbuch kennen wir ja schon. Nur die Frage, wir müssen den ganzen Kram ja wieder finden erstmal. Wo ist der Kristall und alles? Aber jetzt habt ihr gesehen, es gibt jedes Mal andere Fähigkeiten, wenn man den spielt. Stock. Gibt uns, glaube ich, erhöhten Schaden. Wollen wir mal gucken. Angriffsgeschwindigkeit, okay. Waffen passen jetzt schon besser zusammen. Aber wo ist der Kristall schon wieder? Den zu finden. Oh, vergrößerter Einsammelradius aber für 15. Ganz schön teuer.
So, das Item schleudert die Gegner alle kurz einmal weg. Aber auch eher nutzlos. Ich habe das Gefühl, der levelt sehr langsam, oder? Sieben Punkte. Oh, da ist eine Münze. So, dann gehen wir jetzt hier wieder auf das Feuerbuch. Oh, direkt viel besser. Ja, mehr Bereich. Auch nicht schlecht. Nehmen wir mal Bereich. Weil das Feuerbuch und die Dolche passen gut zusammen. Muss man die Dolche natürlich gleich auch noch upgraden. So. Jetzt müssen wir erstmal weiter gucken hier, dass wir Kisten und alles finden. Oh, hier für 350 eine Kiste. So muss das doch schon mal aussehen. Die Abklingzeit ein bisschen runter kriegen wir jetzt natürlich super. Oh, da ist ein Baum. Beziehungsweise da war ein Baum. Also mit den Fähigkeiten. Also einige Fähigkeiten passen wohl nicht so gut zusammen wie andere. Oder wir hatten auch. Ich? Keine Ahnung. Die Fähigkeiten hier passen aber besser zusammen. Oh, das ist eine Kiste. Natürlich nichts drin, weil warum auch? Haben wir eigentlich den Kristall schon? Ne, den haben wir noch gar nicht gefunden. Super. Ja, nehmen wir Schaden. Klingt Zeit runter, kriegen wir natürlich auch gut. Ja, warum auch? Alter, wie kann man so viel Pech haben? Ja, voll geil. Also, so eine Spiele mögen mich so überhaupt nicht. Sieben Level vergeudet. Das passt auch super in das Level hier mit den Feuerbällen. Wir können die Gegner verbrennen. Sind wieder Kisten. Gucken, was wir jetzt nicht kriegen. Ah, Münzen, super.
Aber dass wir so ein Pech beim Neuwürfeln haben. So, jetzt haben wir die Kiste. Ja, natürlich nicht mal für eine Waffe, die wir benutzen. Ja, für den Arsch. So, dann gehen wir. Ah, super, wir gehen gleich drauf. Oh, nee, so. Ah, fick dich doch. Was soll denn der Scheiß? Ah. Komm hier also mal im Ernst. Nicht einmal geht er auf Abklingzeit. Das können wir eigentlich direkt vergessen. Ist doch voll für den Arsch. So machen wir jetzt überhaupt keinen Schaden. Ja, super. Fick dich, Spiel, ganz im Ernst. Kann's ja wohl nicht sein. Wer weiß, was wir jetzt für einen Schwachsinn kriegen. Wie der Charakter scheiße ist, ne? Also das sind mit zufälligen Fähigkeiten, ne? Schön und gut, aber manche Fähigkeiten bei den normalen Charakteren brauchen ja schon nichts. Ich suche jetzt nur diesen schwachsinnigen Kristall. Der Rest ist mir egal. Oh, guck mal, eine dämliche Kiste, in der nur scheiße ist. Frage ich ja. Wir finden auch null Magneten. Ja, super. Also nicht nur, dass wir kaum Gold auf der Karte finden. Nö, wir bekommen auch nicht einen Ring. Die Fähigkeiten, die wir bekommen, sind auch für den allerwertesten. Ah, das ist das scheiß Kristall. Wir müssen unbedingt die Karte aufwerten. Ist doch scheiße, dass eine Stunde diesen scheiß Kristall jetzt mal zu suchen. Und dann sind auch noch mehr als die Hälfte der Kisten leer. Schieß halt nur nicht auf die Kiste. Ah, wieder ein dummer Baum. Im Ernst, mit der Feuerfähigkeit eben hätten wir den ganzen scheiß Wald anzünden können. Nein. Wir sind 20 Mal neu würfeln und kriegen trotzdem nicht einmal was dabei. Scheiß. Ich hoffe, ihr habt mehr Glück beim Würfeln der Fähigkeiten. Vielleicht müsst ihr auch gar nicht würfeln. Kriegt immer das, was ihr sowieso braucht. Ach ja, komm. Kisten sind alle leer. Also auf Alpha muss man nicht mal mehr rumlaufen hier, oder was? Ja, wieder leer. Kann ja wohl nicht wahr sein. Guck mal, dumme Bäume.
ist klar gar nicht berührt. So, dann holen wir uns die Schuhe. Wir scheinen ja sau langsam zu sein. Super, jetzt kommen wir an den Heiltrank nicht dran, ne? Oh, doch. So, wir müssen noch den 350er finden. Und hier dauert das bei dem dort das richtig lange, seine Erfahrungspunkte einzusammeln. Dann gucken wir mal nach unten. Ja, ein richtiges unten gibt es ja hier nicht, aber... Da waren wir schon. Da ist er. Mit der Bogenschützin zum Beispiel kann man, wenn man auf den Bogen geht, direkt hochstuft auf Stufe 11, einfach in... auf der anderen Map einfach stehen bleiben. Man muss sich null bewegen. Bis zum Endboss. Ab und zu musst du mal links, rechts wegen diesem komisch schnellen Typen, dieser Wolf-Golem, der die anderen verstärkt. Aber sonst musst du dich nicht bewegen. Wenn die Fähigkeit sofort auf Stufe 11 machst. Natürlich muss ich vorher bewegen, um den Kristall zu finden. Aber sobald du den gefunden hast, brauchst du ihn nicht mehr bewegen. Also diese mit den blauen Hüten, die sind ganz schön schnell. So. Warum auch? Ist nicht sein Ernst, oder was? Dreckswaffe. Na, ja, sieht doch gleich viel besser aus, ja. Müssen die halt nur in den Kreis kommen. Dann erst sterben. Wäre sehr gut. So, einsammeln hier. Eieiei. Aber dass wir hier auch keine Ringe finden. Können wir uns wahrscheinlich nur im Shop kaufen auf der Karte. Aber wenn wir uns den Charakter ja freigeschaltet haben, können wir immerhin wieder auch im Shop einkaufen. Sein Samen, wir wollen ihn haben. Ach, da oben ist schon, an dem ich am Baum. So, stirb halt. Geht doch. Schaden. Ja, es kommt so ein alter Baum, mir egal.
Wir holen uns jetzt erstmal einen Heiltrank. Brauchen wir, bevor wir in den Laden gehen, noch irgendwas? Ja, Geld wäre gut, ne? Wir haben nur 24 Münzen. Ich weiß gar nicht, können jetzt hier überhaupt Münzen drin sein? Nämlich nicht. Super, jetzt bin ich gegen den Vogel gegengelaufen. Wo ist ein Heiltrank jetzt? Da. Ja, da war nichts. Also ja, das Spiel... Also es tickt aber nicht ganz sauber. Ich kann den Charakter jetzt noch nicht leiden. Wir sind nicht mal irgendwo gegengelaufen. Ja, jetzt stirb halt, ey. Oh. Es war schön, dass das jetzt hier so ein Waldding ins Kirchen ist, aber das andere Level gefällt mir besser. Buschkreaturen in Alfheim, schön. Toll. Machen das. Zwei volle rote Herzcontainer. Nehmen wir ja sowas von mit. Ein Sammelradius mitnehmen. Aha, wenn wir jetzt neu würfeln. Ja, also. Ja, das bringt uns einen Scheiß. So. Projektil. Ach so, man kann eine der beiden Waffen. Oh, das Blitzbuch. Das ist super. Ja, hier, Schaden und Abklingzeit. Will mich ja wohl verscheißern. Kriegen wir hier in einer Tour. Was denn Scheiß? Da haben wir Glück, weißt du, aber... Hier könnten wir jetzt den noch nehmen, aber... Absolute Scheiße ist das hier. Daher warten wir bis zum Blitzbuch. Oh, wir haben irgendeinen dämlichen Bogen. Haben wir den denn, ja? Keine Ahnung. So. Hatten wir alles eingesammelt, glaube ich, ne? Dann brauchen wir jetzt ja nur noch leere Kisten sammeln. Blitzbuch ist noch besser wie das Feuerbuch. Jetzt gar keine Kisten mehr oder was hier. Jetzt haben wir auch viel mehr Herzen. Was macht das denn? Gott, stand das vorhin nicht dabei? Glaubt, das erhöht die Erfahrungspunkte, ne? Eine gratis Schatzkiste. Da haben wir Paten. Für den mächtigen Bogen. Projektil mehr. Nehmen wir Schaden. So, jetzt haben wir genug. Einmal, ich muss mal einmal rechts lang, danke. So. XP-Fossil, ja. Ja, 50% mehr Erfahrung durch die Dinger hier. Und wir haben erhöhten Einsammelradius. Also der Lauf ist doch jetzt wesentlich besser. Also man muss echt Glück haben mit den Fähigkeiten und den Sachen, die auftauchen auf der Karte. Oh, ein blöder Baum. Der stirbt nicht.
Also geht's aber los hier mit den. Machen wir gerade so wenig Schaden? Oh. Wir brauchen mehr Gold. Oh, da sind Kisten. Ein Ring, ich gehe kaputt. Na, endlich. Also ist jetzt nicht so sinnvoll, weil wir den erhöhten Einsammelradius haben. Acht Punkte, so. Blitzbuch. Oh, Bounce. Tada, jeder Aufprall hat eine Chance von 25%, den Boden für 5 Sekunden zu elektrisieren. Jeder beschädigte Gegner erzeugt elektrisches Feld um ihn herum, das... Ja, nehmen wir lieber das, wa? Was ist das hier? Drei Scherben. Wie gesperrt. So, wir haben das noch nicht gekauft. So. Ja, jetzt ist der Blitz doch super. Umlaufen, alles einsammeln, wenn möglich noch ein bisschen Geld für den nächsten Shop. So. Gehen wir mal lang, hier lang. So, Kisten. Wir brauchen jede Menge Kisten. Oben liegt eine Münze. So. Da sind Kisten. Eine Münze. Waren auch schon mal mehr drin. Oh, da zum Beispiel. Hier sind welche. Da ist ein Samen. Da ist eine Münze. Haben wir zumindest schon mal 25 Münzen für den nächsten Shop. Das zweite Ring. Wir bleiben hier stehen, nutzen den ersten Ring. Wenn der Boss kommt. Und dann sammeln wir den zweiten Ring ein für nach dem Boss. Oh, hab den Baum rechtzeitig noch gesehen. Die Blitze lähmen oder die Pfeile, je nachdem. So. Hä? Er war doch tot, wie kann er da auf mich schießen? Was ein... Also. Ach, sind noch 10, ja. Ja, wo ist denn der jetzt schon? Ach, da ist er. Oh, da, da. So, gleich kommt der Boss. Oh, da oben sind Samen. Die gönnen wir uns aber noch schnell. Ah, okay, eine Riesenschnecke. Okay, 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 okay. Ah, die macht Gift, okay. Da ist ein Samen. Ich glaube... Kann die nach vorne springen? Also so schnell, wisst ihr? Oder macht die nur so Flächen? Auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht in das Gift laufen.
Haben aber gut Platz jetzt hier, um mit dem zu kämpfen. Also, wir müssen dran denken, einen Ring haben wir schon benutzt. Das heißt, wir dürfen... den zweiten jetzt nicht benutzen. Den müssen wir uns aufheben für nach dem Shop, wenn der Endboss kommt. Kurz vorher einsammeln. So, gleich können wir dann auch ein bisschen aufleveln. Ein Yggdrasilblatt. So, nehmen wir mal mit, wa? Ein Kristall. Mehr Leben. Der Speer taugt überhaupt nichts. Nehmen wir ein paar Münzen. Was ist das denn? Verdoppelt. Verwandelt alle rote Herzen in blaue. Gott, ey, das ist doch bestimmt nicht so gut. Die blauen können wir nämlich dauerhaft verlieren. Aber gut, wenn wir alle verlieren, sind wir ja eh tot. Also von daher. Sie haben 5 oder mehr blaue Herzen. Iris-Kristall. Oh, das sieht ja geil aus. Nur blaue Herzen. Schaden plus ein. Ja, können wir uns nicht mehr leisten. So, dann alles aufleveln hier. Was nehmen wir denn ja? Hier einmal Projektile nehmen wir mit. Gewährt. Warte, erzeugt 3 Scherben. Jedes Mal, wenn du Schaden nimmst, zerbricht ein Splitter. Wenn 3 Scherben zerbrochen sind, entfesselt eine magische Kraft, die für Zeitsekunden gewährt wird. Plus ein blaues Herz. Abklingzeit plus 100. Schaden plus 50. Bewegungsgeschwindigkeit plus 25. Mal mitnehmen. So. Wir haben hier nochmal doppelt Erfahrung. Okay, von mir aus. Wieso haben wir denn das zweimal? Also jetzt kriegen wir hier 50% mehr Erfahrung, hier 50% mehr Erfahrung und hier 50% mehr Erfahrung. Wir müssten gleich leveln bis zum Abwinken. So. Bombe. Oder Blitzi. Ja, wir machen ja schon voll auf Blitze, ne? Das ist ja nur einfach, um es zu haben. Angriffsgeschwindigkeit. Da haben wir Abklingzeit. So. Hier haben wir Angriffsgeschwindigkeit. So. Was haben wir jetzt alles? Angriffsgeschwindigkeit nochmal. Weil warum auch nicht, ne? Oder nehmen wir ein bisschen den Bogen hier. Ach, geht nicht, haben keine mehr. So. Also den Kristall nehmen wir nicht für den Dolch. Was waren hier? Jeder Aufroller hat eine Chance von 25%, den Boden für 5 Sekunden zu elektrisieren. Das ist bestimmt auch witzig, ne? Aber wir warten mal. Heilt ja jetzt noch nicht. So, einen Ring haben wir. Haben wir was eingesammelt? Nee. Hm. So. Gucken, jetzt sind es sehr viel mehr Gegner. Das, obwohl wir auf leicht sind. Wir müssten ja jetzt hier durchs Einsammeln übelst viele Level jedes Mal aufsteigen. Ich glaube, hier ist. Ja, da war ein Samen, genau. Also die grünen Schleimer halten ein bisschen mehr aus. Oh Gott, irgendwas erzeugt hier schon wieder eine rote Fläche auf dem Fußboden. Ah, bestimmt der da. Stirb, los. Jetzt stirb doch halt.
einer ist tot. Ein bisschen ärgerlich, dass hier jetzt noch der Baum auch noch ist. Gott, ist hier voll. Muss mal woanders hingehen. Er stirbt doch. Ah, das sind die... Flaschen zum Leben generieren. Die machen das Geräusch jedes Mal. Wenn wir eine Kiste zerstören und da ist ein Heiltrank drin. Da. Aber wir brauchen ja keine, wir haben ja nur noch blaue Herzen. Noch ein Ring. Aber hier liegt jetzt nichts rum, also. Was war das? Gott, ich hab nicht hingeguckt. Ich glaube, wir können ein bisschen leveln. Aber seht ihr mal, man muss sich nur ein bisschen beschweren wegen den Ringen, dann bekommt man welche. War jetzt voll schwachsinnig, das Geld einzusammeln. Gott, ja, wir müssen mal ein bisschen was aufleveln hier. Angriffsgeschwindigkeit, ja, warum nicht? So, mache ich nochmal. Und nochmal. So, die Dauer. Anderen Waffen. Oh ja, hier, warte. 7 Durchschüsse haben wir bei 9 Projektilen. Mal sehen. Erhöht den Abschusswinkel und vervielfacht die Anzahl der Pfeile um 2. Oh. Brauchen wir das wirklich? Ich sage, hier blitzt es ganz schön. So. Diese Bäume, die wollen partout nicht sterben, habe ich das Gefühl. Ah, tot. So. Immer hier und da. Hier ist eine Kiste, warum auch immer. Mehr Schaden. Der war doch eben schon wieder... Oh ja, da ist schon wieder ein Baum. Jetzt ist der Baum auf einmal tot, oder wie? Ob's jetzt kommt der Endboss. Wir können noch ein bisschen leveln. Ja, dann nehmen wir jetzt das hier, den Blitz. Das hier einmal mehr Schaden. So. Schaden. Oh. So. Was hat denn der mit seinem Wirkungswahrscheinlichkeit? Auch kein Mensch. Das hier. So. Ja, kann die jetzt mal einfach sterben? Was hält ihn davon?
sehr entspannt. Fragt er und starb. Nein, haha, noch nicht. Damit weglaufen kommst du hier nicht weit. Können sie ja mal direkt vergessen. Mal ist sie immun gegen Blitze. Nee, gut, dachte schon. Ja, jetzt stirbt doch halt. Würde die nicht jedes Mal abbauen. Also der Kampf ist sehr entspannt, man muss ja gar nichts machen. So, drei Blätter. Können jetzt in Hard spielen. Das ist alles. Ja, haben wir jetzt wenigstens Kraft, den neuen Charakter und Alpha eben direkt auch. Und habt ihr ja gesehen, ist ja sehr durcheinander, welche Fähigkeiten wir bekommen. Aber da wir jetzt dreimal die Max, also Erfahrungspunkte erhöhen konnten diesmal, war es ja super einfach. Und hier der Donner, das Donnerbuch hat super Schaden rausgehauen. Der Bogen hat mehr gemacht als unsere Dolche, dabei haben wir es eben gerade erst kurz vorm Endboss aufgewertet, aber okay. Dann habt ihr jetzt Alfheim gesehen und den neuen Charakter. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Glück mit euren Fähigkeitsauswahl. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann.